Diese Haltung war ja nicht zur Verallgemeinerung, auch nicht von ihm gedacht, sondern es war seine Entscheidung und andere treffen ihre Entscheidung. Die Verweigerungshaltung, ja, Herr Rütt, ich habe das nie als so dramatisch empfunden. Es hat dem Spiegel nicht geschadet, ganz gewiss nicht, auch nicht genutzt. Ich meine, die Informationen, die wir wirklich haben wollten, die haben wir immer gekriegt. Aber auch der Medienkanzler Gerhard Schröder wird nicht geschont. Nach den wohlwollend begleiteten ersten 2 Jahren im Amt geht der Spiegel mit der rot-grünen Koalition hart ins Gericht. Irgendwann erhält Schröder sogar von Augstein die Nachricht überbracht, dieser Mann muss weg. Er hat es mir nicht geschrieben, er hat es meiner Sekretärin Frau Duden diktiert. Und sie hat es mir dann bruchstückhaft vorgelesen. Ich weiß nicht, warum das so war, aber immerhin hat er es mir mitgeteilt. Das finde ich ja schon bemerkenswert. Die anderen haben es ja nicht mal gesagt. Das neue Jahrtausend. Im Januar 2002 kommt das neue Geld. Der Euro ist da. Ein Jahr zuvor, am 11. September 2001, erschüttert ein Terroranschlag von nie gekanntem Ausmaß die Welt. Das Datum 9/11 markiert eine Zeitenwende. US-Präsident Bush startet seinen Feldzug gegen das Böse, Einmarsch in Afghanistan. Im März 2003 beginnt der Irakkrieg. Amerikaner und Briten suchen nicht existente Massenvernichtungsmittel. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen. Angela Merkel wird die erste deutsche Kanzlerin einer großen Koalition. Im Juli 2000 wird Spiegelredakteur Andreas Lorenz auf der südphilippinischen Insel Jolo von islamischen Rebellen entführt. Bei einem Treffen mit einem Informanten wird er in diesem Café überwältigt und anschließend in den Dschungel verschleppt. Die Entführer verlangen ein hohes Lösegeld und drohen bei einem gewaltsamen Zugriff mit der Ermordung der Geisel. Meine Entführer befürchten eine militärische Befreiungsaktion. Bitte übermitteln Sie meiner Frau und meinen Kollegen meine herzlichsten Grüße. Danke für eure Unterstützung. And thank you for your support. Spiegelredakteure reisen nach Jolo, um über Mittelsmänner Kontakt zu den Entführern aufzunehmen. Aber die Bedingungen wechseln im Stundentakt. Dann gibt es doch eine Lösung. Nach 26 Tagen wird Lorenz aus der Geiselhaft entlassen. Und dann ging es fast im Laufschritt durch den Dschungel zur Straße. Sehr nervös waren sie, weil sie offensichtlich fürchteten, dass sie da zwischendurch angegriffen werden von irgendwelchen konkurrierenden Gruppen oder vom Militär oder von der Polizei. Und dann stand ein Wagen da mit dem Vermittler und der hat mich dann in die Stadt gefahren. Für Andreas Lorenz ist das Drama zu Ende, nicht aber für jene 21 Geiseln in der Hand der Rebellengruppe Abu Sayyaf, über deren Schicksal er ursprünglich berichten wollte. Als die Türme des World Trade Center in sich zusammenkrachen, sind Spiegelreporter vor Ort. Der Verlag verkauft von Heft 38 2001 mehr Exemplare als jemals zuvor, insgesamt über 1,4 Millionen. Aus den umfangreichen Recherchen zu den Hintergründen der Anschläge entsteht ein in 10 Sprachen übersetztes Spiegelbuch. Je näher der Irakkrieg rückt, desto entschiedener positioniert sich der Spiegel gegen die amerikanische Rambo-Politik. Dem Titel »Die Bush-Krieger«, vielfach zitiert, folgen viele andere, die das amerikanische Vorgehen im Irak kritisieren. Reporter und Redakteure des Spiegel werden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Allein dem begehrten Kisch- und späteren Henry-Nannen-Preis für hervorragende journalistische Arbeit erhalten sie seit 2000 6-mal. Und die Angehörigen der Opfer gehen bereits auf die Straße. Am 7. November 2002 stirbt Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein. 2 Tage zuvor war er 79 Jahre alt geworden. Seine Redaktion widmet ihm zum Abschied einen Titel. Seine größte Leistung, so Augstein zu Lebzeiten, ich habe gewisse Verdienste um die Demokratie.
Ich konnte besser als andere verstehen, was er meinte, wenn er sagt, der Spiegel ist das Sturmgeschütz der Demokratie. Nicht? Da spürte man, wie er die Rolle seines Blattes gesehen hat und natürlich auch seine eigene Rolle in der Nachkriegsentwicklung in Deutschland, die ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Spuren hinterlassen hat. Deutschland verliert einen großen Journalisten. Ich habe Rudolf Augstein immer bewundert und auch in der Spätphase, wo er dann mächtig auf mich draufgehauen hat, habe ich immer gesagt, der darf das, weil ich einen tiefen Respekt vor ihm hatte. Für mich war er eine der Zentralfiguren der bundesrepublikanischen Demokratie. Mit dem ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger verband Augstein eine jahrelange Freundschaft. Ich habe nicht immer mit all seinen Kriegen übereingestimmt. Den Schlachten, die er geführt hat. Aber ich habe immer großen Respekt für seine Werte gehabt und ihn menschlich besonders geschätzt, denn das war ein Freund, auf den man sich immer verlassen konnte. Freitag, 10. November 2006. Stefan Aust, seit 12 Jahren Chefredakteur, auf dem Weg in die Titelbildredaktion. Der Text zur Titelgeschichte liegt bereits in der Dokumentation. Kein anderes europäisches Magazin leistet sich so viel Dokumentare wie der Spiegel. Und die misstrauen grundsätzlich jedem und überprüfen akribisch jede noch so kleine Information. Wir stellen alles in Frage, wir glauben nichts. Wir haben hier schon einige Fakten, die man prüfen muss. Die erste ist, der 17. Oktober 1990 ist es ein Mittwoch. Das ist einfach zu prüfen, da gucken wir einfach in den ewigen Kalender, dann haben wir das schon, das ist bereits passiert, das haben wir gemacht, das ist ein Mittwoch. Jetzt ist die Frage, ist es ein nasskalter Tag gewesen? Ich habe mich dafür mit dem Deutschen Wetterdienst in Verbindung gesetzt. Wir haben verglichen, haben gefragt, was ist für ein Wetter in Moskau gewesen an dem Tag? Und es war erstaunlich warm, es ist über 14 Grad. Strahlender Himmel bis mittags 12 Uhr, ab 9 Uhr morgens, sodass wir hier sagen können, 10 Uhr früh, ein strahlender Spätherbsttag. Und das können wir dann schon gleich mal verändern. Titelbildchef Stefan Kiefer hat einen ersten Entwurf auf dem Monitor. Verbesserungswürdig, meint der Chef. Lassen wir uns nochmal mit Hammer und Sichel ein bisschen üben. Ein bisschen größer. Ja, mal einfach mal groß machen. Weißt was, brechen Sie einfach den Hammer in der Mitte durch. So, die Schrift da drunter nehmen wir weg. Bisschen schräg. Und jetzt ein bisschen runterknicken. Ist gar nicht so doof, ne? Das kann man nicht am Schreibtisch irgendwie oben machen oder wenn man irgendwo anders ist, sondern das geht eigentlich nur hier, weil hier die Materialien sind. Das ist so wie Knetmasse, dass man da irgendwie gemeinsam spielt und mit der Knetmasse dann irgendetwas anfängt. Und dann kommen einfach Assoziationen dazu. Ich meine, auf die Idee mit dem gebrochenen Hammer kommt man nur, wenn ein Hammer ist. Der Spiegel ist längst nicht mehr nur der Spiegel. Vor 17 Jahren kam die Fernsehtochter dazu, vor 12 Spiegel Online. 1400 Mitarbeiter arbeiten für das Unternehmen, das Augstein einst gründete. Im Grunde postulierte er immer, dass die Geschichte des Spiegel wie die anderer Nachrichtenmagazine nach spätestens 40 Jahren vorbei sei. Das war natürlich für uns immer Ansporn zu zeigen, dass es auch weitergeht. Und vielleicht ist das auch sein Vermächtnis. Er sagte mal bei irgendeiner Angelegenheit, ich weiß es nicht mehr wann, sagte er, natürlich werden wir untergehen, aber wir werden die Letzten sein. Und die sind ja bekanntlich die Ersten. Der Spiegel ist unentbehrlich, so schrieb Hans-Magnus Enzensberger schon vor Jahren, solange es kein kritisches Organ gibt, das ihn ersetzt. Womit er recht hat.